Die sind ja fast alle schon tot. Und sowas macht einfach nur Fun irgendwie. Die anderen Minispiele, die sind... Was macht der denn dann? Der macht erstmal da tun oder was? Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu Crash Bash. Ja, es geht mir wieder weiter. Ich bin heute richtig schön ausgeschlafen und schön alles und so richtig geil. Und ja, wir machen mal wieder heute ein bisschen Crash Bashy. Und ich habe irgendwie ganz vergessen, wo wir zuletzt stehen geblieben sind, aber das ist ja auch irgendwie gerade mal voll egal. So, sind wir gerade in der zweiten Welt oder kommen wir denn so komisch vor? Safe Game. Das war wo? Ich guck nochmal kurz. Achso, ne, das hatten wir schon. Brauchen wir irgendwas Bestimmtes? Brauchen wir mehr Punkte oder so? Was ist denn das? Ja, haben wir das schon. You need 4 Trophäes to face Papa Papa. Papu Papu meinte ich nicht, Papa Papa. Scheiße, wir haben gar keine 4 Trophäen. Kann das sein? Wir bekommen schon 4 Stück. Hä? Doch, na klar. Ey, wir haben noch 4 Levels gemacht. Was geht denn jetzt ab? Oder hatten wir das schon? Hatten wir schon Jungle Bash? Ich weiß es nicht mehr. Ich muss auch eben gerade mal ganz kurz auf Toilette gehen, deswegen mal eine kurze Aufnahmepause. Und dann würde ich mal sagen, geht's dann weiter mit Jungle Bash. Ich weiß gar nicht, ob wir das schon hatten. Egal, wenn nicht, spielen wir es halt nochmal. So, da bin ich wieder. Ich würde mal sagen, gehen wir einfach nochmal rein. Also ich habe das Gefühl, dass ich das irgendwie doch schon mal gemacht habe, das Level. Aber egal. Wir brauchen eh noch ein irgendwas. Ich habe gerade vergessen, was wir überhaupt brauchen. Aber ich denke mal, eins brauchen wir eh noch. Nee, das haben wir noch gar nicht gemacht, oder? Also mir kommt das doch schon ein bisschen ganz fremd vor. Pick up and throw crates and your opponent so win by being last standing. Ah, okay, wir müssen uns jetzt also totprügeln. Oh. X. Ah, okay. Gut, nur gut, dass ich nicht weiß, wo die Steuerung ist. Okay. Also sowas finde ich natürlich ganz cool. Also es macht auch irgendwie voll Bock. Hey, was soll das denn? So, jetzt muss ich nur noch gucken, wie ich Sachen aufheben kann, beziehungsweise schleudern kann. Also sowas. Sowas macht echt Fun, muss ich sagen, Leute. Das ist echt cool. So, wo kann ich hüpfen? Da kann ich hüpfen. Die Bälle, also die hier links, geben uns Leben. Und unser Ziel ist es einfach, die anderen kalt zu machen, ne? Wow, fuck. Die sind ja fast alle schon tot. Und sowas macht einfach nur Fun irgendwie. Die anderen Minispiele, die sind... Was macht der denn dann? Der macht erstmal da tun oder was? Ja, auf jeden Fall müssen wir den jetzt irgendwie fertig machen. Ich kann auch Sachen aufheben. Ey, bist du behindert, du Affen-Gorilla. Du Affe, Känguru. Oder was auch immer du bist. Das ist ein Känguru, ne? Egal. Ah, ich hab gewonnen, wie cool. Also, da, ich muss sagen, das Minispiel macht echt Spaß und das ist auch nicht wirklich schwer. Wenn ich jetzt noch wissen würde, wie ich Sachen aufheben könnte, dann wäre das ja perfekt. Flatter doch nicht, mach doch hier kein Huhn, du. Ey, was geht mit dem? Ich will nur Sachen aufheben. Hallo! Könnt ihr mich mal testen lassen, ihr blöden Honks? Hier, komm, wo? Wo kann ich Sachen aufheben? Ach, da! Okay, cool. Ich hab's herausgefunden. Ey, du bist so ein Spacken. Ich bin übrigens Crash, aber ich denke mal, das wusstet ihr ja auch jetzt schon so. Boah, ich bin so gut, ne? Alter, du Behinderter. Sowas geht nicht. Sowas ist nicht okay. Und ich habe gewonnen. Ah, ich bin so gut, Mann. Die machen sich auch noch kalt und ich laufe hier rum wie so ein Honk, aber dafür gewinne ich. Die eine Welt haben wir ja eigentlich... Ja, ich wollte da gerade aufheben. Du blöder Professor, ja, Honky Donkey. Immer auf mich, geht immer auf mich. Ja, ich bin auch voller Opfer und so. Ey, scheiße, was geht mit euch? Ja, nur noch das Level, dann haben wir eigentlich die Welt geschafft, ne? Mit eigentlich relativ coolen Missionen. Ey, was wollt ihr denn? Ey, die gehen alle auf mich. Ihr Blöden. Voll die Behindris. Oh, Gott sei Dank. Ey, ich hab voll Glück. Ihr Behinderten. Hier, nimm das. Scheiße, jetzt habe ich mich selber, habt ihr gerade gesehen, ich habe gegen ein Ding geworfen hier. Ja, ist klar, ich treffe überhaupt nichts und die treffen ein Sahne, oder was? Sahne plus mit Sternchen. Oh, ich bin so gut.
Ey! Wie weit kann er denn werfen? Mann, ich dachte, ich hätte es gewonnen oder so, aber nein. Kaum hat man zwei Punkte, gehen alle auf einen, ne? Das ist so unfair. Halt, stopp! Ich fühle mich gemobbt. Ihr Dreckigen. Nimm das, du Ferkel, du. Kann ich eigentlich die Grün auch nehmen oder geht da überhaupt gar nichts? Boah. Ihr Ferkel. Haha. Ich schmeiß ihn die ganze Zeit ab, voll cool. Sauber. Wenn ich jetzt eine Sache kaputt mache, hier fliegt alles in die Luft. Die Runde war nice. Da war ich gar nicht mal so schlecht, muss ich sagen. Und damit haben wir die vierte Trophäe gewonnen. Und jetzt bin ich mal gespannt, was jetzt so passiert. Beziehungsweise, was für ein Level wir jetzt zocken können. Und los. Hatten wir das schon? Nee, ne, das ist neu. Okay. Geh doch rein hier. Leute, ich finde den Knopf nicht mehr. Okay, ich habe ihn doch gefunden. Well done. You have completed the challenges that have been set for you in this world. Alles klar. Okay, ja. Ich verstehe. You must defeat the mighty Papu Papu. Papu Papu. Das klingt voll komisch. Papu Papu. Wirklich, auf besseren Namen hätten sie nicht kommen können. Oh, das ist ein Endgegner. Papu Pummel. Defeat Papu. Papu Papu and his Munition. Was sind das jetzt hier, ey? Ja, es gibt. Oh, fuck. Es gibt, meine lieben Freunde. Wow. Bei Crash gibt es, wie ihr sehen könnt, auch Endgegner. Und irgendwie ist der Endgegner scheiße. Scheiße, wo kann ich nochmal heben? Scheiße, was öffne ich da? Nein! Alter, ich bin gerade voll aus dem Spiel rausgegangen. Wow. Hör auf, die ganze Zeit Crashes zu spawnen. Ich finde nicht okay von dir. Ey, du Behindri. Geht's noch? Ja, ey, mach doch nicht einen auf Huhn. Wieso führen die sowas ins Spiel ein? Hab ich gerade irgendwas gemacht, wo das Spiel angefangen hat zu hängen. Ja, mach einen auf und so. Oh, kacke. Ey, das ist so behindert, wenn man die Störung vergisst. Alter, dreh am Rad, ey. So. Alter, hallo, kannst du mal aufhören? Du Imitaten-Klon. Er hat voll die Männertitten und voll den Schwabbelbauch. Er fasst so aus wie ich. Ach, da kann ich nehmen. Ja, ich habe schon echt alles vergessen. Ich habe echt alles vergessen. Wie kann man das vergessen hier? So, hier. Nimm einen das unter und friss und stirb. Wie soll ich denn den... Soll ich vielleicht den mit TNT abwerfen? Wie hat der mich gerade getroffen? Das würde ich echt gerne mal wissen. Hä, was willst du von mir? Ja, ist klar, ey, Mann! Voll verkackt. Ey, ja, ich bin tot. Ganz klasse. You fail. Halt mal noch voll die Fresse hier. Piss dich. Mein Gut, dass man unendlich Leben hat. So, komm mal her jetzt. Du Kacknoob. Geh verrecken. Ey, was treffe ich den denn nicht? Was soll das? Leute, wie soll ich den... Ich weiß es gerade echt nicht. Wie soll ich denn den töten? Hohohoho. Ey, leck mich.
Ey, du behindertes Scheißvieh! Ja, schmeiß in die andere Richtung. Ganz großes Kino hier. Ach so, gerade wenn er lacht oder was? Was war das denn jetzt? Wieso habe ich jetzt getroffen? Ich verstehe die Welt nicht mehr. Wow, übertreib. Über. Jetzt kommen zwei dazu. Ich will mich eigentlich verarschen. Ich glaube, ich muss ihn abwerfen, wenn er gerade lacht. Kann das sein? Wow, shit. Ey, kacke, ich bin schon wieder... Oh, Mann. Ich schaff den heute noch. Ja, geh weg, Mann. So, Leute, jetzt zeigt euch mal ein Profi, wie man das macht hier. Tschüss. Und tschüss. Scheiße. Oh, ich bin so schlecht, ne? Oh, ich hätte ihn treffen können, ne? Ganz im Ernst. Ja, fick dich. Ich bin so schlecht, ne? Was ist denn, wenn ich den Block jetzt rüberschiebe? Ja, immerhin. Sauber. Immer diese Kisten. Ja, zweimal oder was? Was willst du von mir? Ey, verpisst euch, ihr Scheißbehinderten. Hau ab. Boah, Gott sei Dank. Sauber. Boah. Oh, ich bin so gut. Ich bin so gut. Oh. Ey, wovon wurde ich jetzt getroffen? Ich verstehe die Welt nicht mehr. Piss dich. Leute, das Spiel raged einen voll an. Hau ab. Hau bloß ab. Oh, das war's noch nicht. Ey, scheiße, ey! Oh, Mann! Das ist ein Dreckspiel, ey, ganz im Ernst. Ein Versuch noch, dann mache ich es offscreen. Also es geht ja mal nicht. Ich stehle euch voll die Zeit. Komm her. Und tschüss. Und tschüss. Lach nicht so dreckig. Das ging doch mal gerade ganz gut. Boah, ich verstehe es nicht. Ja, zweimal schon wieder, Mann. Verpiss dich. Haut ab. Ja. Ey. Blödes Drecksspiel. Oh, Mann. Ich glaube, ich muss den viermal treffen, wa? Oh. Oh, scheiße. Ey, in der letzten Sekunde werde ich noch getroffen. Nein, 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 nein. Sauber. Kannst gleich wieder gehen. Nein, bitte nicht. Oh, Gott sei Dank. Hau ab, hau ab. Oh, sauber. Jetzt kommt's aber, jetzt geht's. Scheiße, ich bin schon wieder tot. You failed. Deine Mutter failed im Bett. Leute, ich mach das mal kurz offscreen. Also, ich will euch das nicht antun. Und ich denke mal, es dauert noch ein bisschen. Und ich jetzt 20 Minuten aufnehme, statt 15. Ne? Egal. Aha! Und nach einem Versuch nach der Aufnahme habe ich es natürlich gleich geschafft, ne? Also, da merkt man mal wieder, was Reden ausmacht. Und ich hatte einfach gerade nur Glück. Aber das ist immer so, ne? Man versucht es einmal ohne Aufnahme und dann geht's. Dann hat man es voll... Dann hat man es geschafft und so. Wisst ihr, das ist voll blöd. So, was ist denn jetzt los? Ich habe die Welt ja jetzt geschafft, ne? Okay. Muss ich jetzt vielleicht... Ach so, okay, cool. Ach, jetzt kann ich in den Warp Room 2 gehen. Aber ich glaube, jetzt haben wir auch schon ein bisschen was aufgenommen. Ne? Und dann machen wir einfach im nächsten Part diese Eiswelt hier. Da freue ich mich schon drauf. Ja, ich guck mal kurz, wie lange wir aufgenommen haben, wenn ich das denn schon sehen darf. Bam, 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 bam. Oh, das sieht schon mal... Okay, 13 Minuten, ne?
Ja, das geht schon. Ja, Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde sagen, oder wartet mal. Nee, das lohnt sich nicht mehr. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr ja bewerten oder einen Kommi schreiben. Ansonsten verabschiede ich mich. Wir sehen uns einfach im nächsten Part wieder. Wenn es heißt Crash Bash und hohohoho, wieder die ganze gelacht hat, ne? Und sorry für die Ausraster zwischendurch, aber egal, ne? Okay. Bis dann, ich hoffe, es hat euch gefallen. Tschüss.